Hallo zu Mission Erste Liga, die mittlerweile Mission Rette den Trainer dem Arsch. Er ist seit Wochen, ja, und haben immer noch Probleme. Ja, Nürnberg ist ein verdammt undankbarer Gegner für so eine Mission. Stuttgart habe ich oft genug gesehen mittlerweile. Wetter gut. Schnell rauf. Gruß. Sam. Der Angriff ist, sag mal, baden gegangen. Gefährlich hier. Oh. Löwen kann hier nichts machen aus der diesen. Darauf. Sam. Oh. Ishak. Riemann hält. Sam. Ah, Valentini. Jäger. Valentini. Petrak. Jäger. Werner frei und er verzieht hier. Bodorov. Auf Chimera. Auf. Eisfeld auf Chimera. Oh. Gut verteidigt. Chimera auf Sam. Auf. Hinterseher, er ist allein. Gibt in die Mitte und Screw! Macht das 1:0. So ausgeglichen, jetzt keinen Fehler machen. Einfach konzentriert spielen. Oh, Pass auf Werner, Werner frei. Ich habe ein bisschen Bammel, deswegen werde ich jetzt auf eine 5er Abwehr. Bin am Überlegen. So. Doch.
Auswählt. Sam. Valentini hier zum Eckball. Aber werde Sam und Eisfeld tauschen. So. Nächste Ecke. An die Latte und Cruz mit dem Doppelpack. Schön an die Latte geköpft und rein hier abgestaubt. Da kann die 17 auch nichts mehr machen. 2-0 Bochum durch Kruse. Umschnacke. Nuzena. Chimera Sam. Oh. Lucilla gut gemacht. Es fällt. Au. Da zieht zog hinter sehr etwas zurück. Ishak. Oh. Petrak zieht drüber. Kommt bald genau auf Werner. Ishak. Werner. Oh. Löwen. Riemann. Hinterseher wird hier gefault. Löwen. Sepsi. Kein Problem für Riemann. Oh. Ah, ja, 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 ja. Oh. Uiuiuiui, da brachten die Bochumer die Nürnberger hier bald zurück ins Spiel. Stöger. Und Hufnagel hier mit dem Anschlusstreffer. Mit zu vielen individuellen Fehlern. Aber hier wieder mal Sam von.
Halbzeit, Bochum in Führung zur Halbzeit. Was dem Trainer im Moment den Pupüchen rettet. Aber sind ja noch 45 Minuten plus extra. Oh, Hufnagel schnappt sich den Ball. Und das war Abseits. Stöger auf Gruß. Gruß wird hier abgedrängt. Aber kein Foul. Ah, wieder Abseits. Suarez auf Lucilla. Nochmal auf Budorov, Lucilla. Stöger, Fuß auf Hinterseher. Und Ecke. Und Cruz hier wieder gefährlich und erneute Ecke. Ah, Budorov hier mit der großen Chance. Und zweiter Wechsel bei Nürnberg. Button. Cruz auf Sam, aber da kam nicht an. Chimera, Stöger, Cruz in die Arme des Torwarts. Lucela, Jäger, Möbert, oh, Ishak, Petrak, Möbert, oh, Ishak, schießt drüber und Bandowski für Cruz im Spiel. Das war nicht sehr gut. Oh. Tische für Chimera. Oh, 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 oh
man muss hier retten zur Ecke. Zweiter Ball für Nürnberg. Lucela auf Stöger. Stöger schon etwas K.O. Oh, oh. Da wird mir heikel. Da wird mir verdammt nochmal heikel hier. Gündüz da passt. Ah. Oh, oh, oh. Das gefällt mir alles gar nichts hier. Oh. Up. Gündüz. Hinterseher. Suarez. Gündüz war da nicht mal schnell genug dran. Abwehrriegel, Abwehrriegel, Abwehrriegel. Suarez. Nusela. Verliert hier den Zweikampf. Aber der Ball ist weit weg vom Bochumer Tor, was jetzt im Moment am wichtigsten ist. Und da ist es wieder doch noch. Der Ball ist schnell vom Bochumer Tor, aber Riemann rettet. Hinterseher köpft weg. Lauf zur Eckfahne. 3 Minuten drauf. 3 Minuten noch bangen. 3 Minuten. 3 Minuten kämpfen. 3 Minuten. 3 Minuten zittern. Werner. Ecke. Ecke nochmal. Ball weggehauen. Und das ist der Sieg! Der Bochumer Sieg endlich gegen Nürnberg. Ja, ich musste ein paar Mal spielen, wo ihr nicht seid. Sonst hätten wir, wären immer entlassen worden. Also ich wäre immer entlassen worden. Ja, bitte, bitte. Uiuiuiuiui. 44 noch immer nicht komfortabel. Tabellenplatz 10. 30 Punkte.
So. Gucken wir mal, wenn wir rausschmeißen. 88 unter 90. Hey, ich bin noch total. Scouting Update. Motivieren. So. Endlich mal wieder Training hier in diesem Let's Play. Stürmertraining. Oh, ich bin noch immer am Zittern. Oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Wegen den letzten Minuten. Eieieiei. Wäre so typisch gewesen, wenn das wieder in die Hose gegangen wäre. Nochmal Sturmtraining. Sarah. Der ist ja auch nicht mehr real bei Bochum. Dribbling-Parcours und Schusswinkel wird trainiert. Torwarttraining. Zwölf, Kraft. Flankenabwehr. Hochland. Trainiert Abwehrgrundlagen und das letzte Training wird für Flügelspieler sein. Merich, 3, 4, 6, 18, 12, 14. Auch nicht mal wirklich bei Bochum. In Wirklichkeit. Dribbling, Ballbesitz, alles simulieren. D, B, 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 C ist ja schon ordentlich. So, speichern wir das.
Und dann wollen wir mal gucken, wie wir gegen die Schanze aus Ingolstadt spielen. Ja, ein Treffer. Zwei Treffer. Oh. Ohne diesen Cursor ist das sehr schwer. Ingolstadt mit dem Anstoß. Leipertz, Christiansen, Matip, Gauss. Juan, oh, Jair, Eisfeld gut gemacht, offensiv, sehr offensiv mit Bochum manchmal Anfang, Christiansen. Aber die Schanzer verschanzen sich hier nicht. Die machen das Spiel hier. Christiansen. Christiansen. Cohen. Chimera. Dann Rückpass. Oh. Der Seitenwechsel hat gar nicht funktioniert. Und es gibt Ecke verursacht durch Vogtland. Und die nächste Ecke. Suarez. Seht ihr den freien Stöger auf Cruz? Oh, Cruz setzt seine Torserie fort. Schön hier gekontert durch Bochum. Nuscano könnte das gewesen sein mit der zweiten, der da nicht mehr dran kam. Robbie Cruz mit seinem siebten Tor. Leipertz, Christiansen, Matip. Hinter sehr gut. Oh, Nuscano. Stöger, Nussina, Hinterseer und oh, da wäre wieder fast Cruz gewesen. Aber Ecke gibt's zumindest. Und ah. Ah, oh, gibt noch mal eine Ecke. Chimera. Ah, kann nicht mit dem Kopf da präzise drücken. Matip. Anau. Leipertz. Christiansen und uiuiui.
Jaire, kommt hier weit daneben. Ballkontrolle im Mittelfeld der Bochumer. Oh. Levels. Oh. Leipertz. Lescano. Suarez auf Lucilla. Auf Stöger. Auf Suarez. Stöger. Eisfeld. Ah, da kommt der Ball nicht an. Budorov. Oh. Da war ein Fehlpass. Oh! Da lässt sich's. Suarez. Hochland. Suarez. Hochland. Stöger. Und Einwurf für Bochum. Stöger stolpert hier mit dem Ball raus. Dresch. Lescano. Oh, Fehlpass und Lescano nutzt die Chance zum Ausgleich. Bochum wieder sehr offensiv. Beihalten ist einfach nicht ganz mein Spielstil, weil ich dann irgendwie mal einen dummen Pass hier mache. Nevels, Stöger, Chimera. Nieland hält. Foul. War Vorteil. Und das gibt Elfmeter. Verursacht durch Lucilla, bisschen geschubst. Und drin ist da 2-0. 2-1. Und das war der Halbzeitpfiff. Bochum nach 1-0-Führung im Rückstand. Und es gibt nochmal Elfmeter. Den wollte Cruz praktisch haben, den Elfmeter.
Und drin durch Hinterseher. Eiskalt verwandelt. Ohne Probleme. Warum auf? Saufen? Nein, auf Offensiv. Nesskampf. Oh. Cruz. Bekommt ihr den Ball? Hinterseher. Ah, kann den Ball nicht weiterleiten. Wieder auf Cruz zurück. Dresch. Escano. Drüber. Oh Mann, das war zögerlich von Chimera. Hier von Sam. Da doch von Chimera, ach egal. Einer von den beiden. Oh, Christian sind hier bald mit dem Kopfballtor. Tasche für Lucilla im Spiel. Butorov, Chimera. Sam. Einwurf Bochum. Ah! Die erneute Führung. Cruz is on fire. Schön gemacht. Ausgeglichen. Durch Eisfeld. Oh, oh, oh Mann, oh Mann. Einfach für Ingolstadt. Aber ich mache Doppelwechsel. Eisfeld raus. Und dafür kurz. Und bitte für Cruz. Einen Moment, ne.
So, Doppelwechsel bei Bochum und auch Ingolstadt wechselt. Foul am dem Bochumann. Ebert, Lescano, wow. Tesche auf Sam. Uiuiuiui. Einwurf Bochum. Mehr auf den ganz frischen Tesche. Hinterseher auf Stöger. Einwurf Bochum. Nochmal Einwurf Bochum. Das nimmt alles Zeit von der Uhr. Oh oh, Freistoß. Ingolstadt. Christiansen. Riemann rettet hier kurz vor Schluss die Punkte. Opa. Abseits. Tesche. Und faul an Tesche. Die Hälfte dann Nachspielzeit. Oh, ist vorbei. Der Falltechnik, aber das klappte irgendwie relativ gut. Nein! Da kommt noch das 3:3 geflogen von Zekina. Ist das unglücklich. Hoffentlich werden wir jetzt nicht deswegen entlassen. Bis jetzt noch nicht. Wir werden keine zweite Saison mit diesem Spielstand hier sehen. Hoffentlich wird mit FIFA 19 alles besser. Hinterseher. Vier, sechs, acht, zehn. Fliegen den Torwart.
19. Torvorlagen. Cruise 2, 4, 6, 8, 7, 2, 4, 10. Vierzehn, zwölf, zehn. Durch die Tore. Klein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Angriffsszenario und das letzte Training geht an. Noch ein Jugendspieler, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, Mann. El Rondo. D, A, C, D. Geht so. Aha, aha. Oh ja. Pressekonferenz. Gegen Kiel, direkte Konkurrenz. 6 Punkte Abstand nach unten und 10 nach oben. Eieieiei. Naja. Gut, aber wie es weitergeht gegen Kiel, seht ihr das nächste Mal. Tschüss.